Schönen guten Morgen. Wir sind wieder auf Achse. Mit E-Bike, mit Biostrom hoffen wir. Mit kroatischem Biostrom aufgeladen. Die Leute sind total freundlich da. Also jeder winkt dazu mit dem Bike. Wir sind in Lovran, in der Kvarner Bucht. Und das taugt uns eigentlich voll, das Gebiet. Weil der Utschka auf 1400 liegt. Von da kann man auf 0 anfahren. Das sind ja die Touren auf unserem Block. Und die Buchten halt total viel ausmachen. Typisch Kroatien-Style. Relativ schnell erreichbar ist das Ganze. Und von den Trails her totale Mischung hat, also zwischen technischen Alpine-Geschichten und Flowbouts. Und das ist echt ganz cool, ja. Gestern waren wir dann in Rabak. Da haben sie einen Bikepark shaped. Mega cool. Aber ich würde sagen, mit dem Biobike möglich. Aber mit dem E-Bike macht es richtig Fun, weil diese ganzen Transferstrecken, da kann man im Flow-Trailer bergauf fahren. Und das hat echt Spaß gemacht. Cool. Richtig, ja. Also nach 2 Tagen haben wir Muskelkater in die Augen mal trainiert. Wir haben echt gut geballert die letzten Tage. Der Herr hat so nur Fotos gegeben von uns. Oder gibt's? Beziehungsweise haben wir das absichtlich, das Kroatien. Da tun wir nicht mehr viel scouten, wir kennen es schon ganz gut. Und machen da jetzt eigentlich nur noch Wiederholungstouren und genießen das Ganze. Bis auf einmal das kroatische Essen und das Bier ist auch mega. Genau. Was noch einmal ist, ich habe jetzt keine Kinder, aber man sieht es bei der Petra, ist, dass man mit Radlanhänger relativ viel machen kann, die ganzen Buchten auffahrt und wirklich sehr Ruhe hat. Also ich sage aber bis Mitte Juni ganz cool das Gebiet. Danach ist ja doch recht viel los und um die Zeit super Temperaturen. Es ist zwar ein bisschen bewölkt mit so Sonnenfenster, aber es ist immer noch super warm und Wasser ist halt dieses Jahr Abkühlung, weil natürlich der Süden wettertechnisch eher mau war. Ja, wir fahren jetzt Richtung Utschka, wie schon gesagt, Lovranska Draga. Das ist eine chillige Stage, 400 Höhenmeter und S2 bis S3. Und zeigen euch dann ein paar Vorvideos, wie das da so ausschaut. Die Touren sind eigentlich alle auf unserem Blog mit GPS-Tracks. Also das Einzige zum Aufpassen ist, dass man sagt, beim Gipfel, beim Wojaka Utschka, dass man da ein Bikeverbot einhält Richtung Westen und der Rest ist alles frei fahrbar. Genau. Aber ihr seht es da ein bisschen raus, wie das da ausschaut mit der Kvarner Bucht, mit Vieka im Hintergrund und die ganzen kleinen Häusl, was da sind. Wir fahren jetzt auf einer Hauptstraße. Also ich weiß eher auf der falschen Seite, so englisch her. Es ist gar nichts los eigentlich. Und die Leute, wie gesagt, was da sind, die feiern das echt und es geht ganz gut, dass wir da sind. Wanderer haben wir eh kaum getroffen jetzt. Nein, außer Schlangen. Genau, ein paar Schlangen halt. Und sie werden sich immer so eine Sache. Genau. Wir wollen natürlich mit dem E-Bike heute rauf. Letzten Tag haben wir noch mit dem Bioraller teilweise am Weg. Ja, so geht's einmal dahin. So, da! Jetzt haben wir uns doch kurz entschlossen, ein paar Höhenmeter dazu hängen, weil es uns gerade kurz von der Hand geht. Und ja, mit dem E-Bike ist ja schon cool da, weil die Rampen teilweise richtig Italien-Style, richtig steil sind. Auch von der Abfahrt her wärst du mal belohnt. Jetzt nehmen wir die Kamera nicht um. Jetzt wieder ganz schön auf. Mit einem normalen Rall bist du auch schon, glaube ich, gefühlt 100 Mal geradelt. Mit dem E-Bike ist es wirklich, da wird es geschenkt. Uphill-mäßig Trail in dem Gebiet, E-Bike-technisch. Naja, gelangt mein Fahrkönnen nicht mehr aus. Ist eher schon grob durch den Karst und so. Und stark verblockt. Also, wer es drauf hat, dass der Motor dann aufhockt und sich drüber lässt und so und will springen kann. Mit dem E-Bike okay. Aber ansonsten diese Wege trailmäßig bergauf fahren, bin ich nicht ganz so. Gut. Wir haben schon ziemlich weit herum gleich. 17 Höhenmeter gemacht. Und da rauscht man uns auf. Dann schauen wir, wie es weitergeht. Gut, jetzt sind wir am Traileinstieg auf knapp so 950 Meter. Das ist so unser Vormittagstrail, weil
die Härchen ist super zum Klangen im Wald drinnen. Und da seht ihr schon, da geht es dann rein. Typisches Terrain für da. Tipp von uns, nehmt immer genug Wasser mit. Weil regulär ist der Utschka recht eine trockene Geschichte. Gell? Im Moment gar nicht so. Im Moment nicht so, ne? Ja, kann ich jetzt ja. Aber was ist das? Das ist wirklich, nehmt Wasser mit, genug Wasser. Und ich fahre sogar mit so einem für mich langen Shirt. Weil wenn man vorausfährt, hat man halt da doch in die südlichen Länder relativ viel Staunwerk und Viecher. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sind wir ganz falsch auf dem Weg. Ich habe mir gestern gedacht, unbedingt eine Langstraße, weil ja, aber ich weiß nicht, dass es echt warm ist. Ja, es ist dann wirklich warm, aber es ist einfach zu fein. Alles auf. Ja, so wie in Elva, da ist es auch so gegen den Korsika Elva. Ja, ja, oder wenn halt auch irgendwer ein paar so empfindliche Haut oder so hat. Ja. Oder ja, Ausschläge, gefahren wird, ist vielleicht ein bisschen. Mein Zeug ist da echt nur Gummimann straff die ganze Zeit, also von denen her. Ja, oder da unten, ja. Gut, nur Gret und legen wir los, oder? Wirklich cool, man findet es zwar glaube ich schon auf jeder OpenStreetMap-Karte und so, aber gerade um die Zeit gar nichts los und geiler Wellengang. Und die was so springen wollen, kommen von der Bunkeranlage, dann ins Wasser hüpfen, das ist richtig tief. Das sind ein paar Meter, wie viel werden es da sein? 10? Ja, 10 werden es sein, ja. Und ja, also da kann man schon einen Tag einmal verbringen. Genau, und was man noch sieht, was ich gesagt habe, man kann auch mit den Kinderhängern bis daher fahren. Wie ich zuerst im Video gesagt habe, das ist recht praktisch da unten, weil alles gut am Schluss ist. Letzten Meter da ein Schirm und bis da oben wieder die Straße fahren. Also ja, super Sache. Ja, und echt geiler Wellengang da. In der Bucht.